Und da kommt. Oh shit. Der legendäre Follow von SL Black. Dem geilen Boy. Vielen, vielen Dank für den Follow. Ich wünsche dir viel Spaß hier. Hoffe, den wirst du haben. Mindestens genauso wie ich. Zumindest in diesem Game. Hm. Timo Main. Nee, nur bei der Challenge spiele ich ihn, weil es ultra witzig ist. Okay, der Garen ist unranked. Alles klar. So. Warum startet Lee Sin Red? Blue. Blue. Lappen. Nee, ich spiele Teemo nur gern auf dem Dingens hier. In der Challenge, weil Teemo einfach urwitzig ist, so. Und das wird man gleich auch sehen. Ich werde meinen Spaß haben. Oh, da kam schon der erste Hook. Aber Flash wurde nicht geburnt. Ich weiß gar nicht, wie die Early Pressure, Kill Pressure haben sollen. Die zwei bei einem Hook. Klar, mit Level 6 sieht das Ganze anders aus. Ach, das wird lustig. Ich hoffe, es wird lustig. Es sei denn, der Garen ist so ein sneaky Typ, der Ultra der Main ist. Ich mag den Kleinen. Teemo, wie gesagt, urkomisch. Bester Champ. Also wenn einmal langweilig ist, so packt Teemo top aus, wenn ich weiß, was du spielen sollst. Und du musst Toplane spielen. Gibt's immer was zu lachen. Ist das ein Lappen? So, da ist Garen. Der hat jetzt schon seinen Tränen gestartet. Alles klar. Ich chill erstmal, tu so, als hätte ich Angst vor ihm. Ja, so typische Teemo-Taktik, ey, ich bin klein, ich kann noch nichts machen. Ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Und so weiter. Ne, man, dann lässt man ihn auch noch pushen. Hast Teemo Level 6? Nice. Ich glaube, hier ist auch Level 6 oder so. Weil ich habe die Tokens, aber ich setze ihn nicht ein. Weil es nicht mein Account ist, deswegen ist mir das ziemlich egal. So, er pusht. Das ist das einzige Mittel, was er gegen mich sieht, so pushen. Was auch vollkommen okay ist. Ich hab ja kein Problem. Und da steht er und kreiselt. Mehr macht er nicht. Also Warwick ist auch vor Level 6 nicht gefährlich, normalerweise. So, er ist geflasht. Ziemlicher Bronze-Flash so. Wie gesagt, Top ist safe. Weiß nicht, was der hier jetzt von mir will. Um ehrlich zu sein. Und jetzt 2v1 spielen. Damit kein Problem.
Scheiße, auf eine Q gejust. Nein! Was mache ich denn? Ich habe Mini gequeued. Habt ihr es gesehen? Okay, never mind. Das war brillant. Wie er gestorben ist, keine Ahnung. Ich habe aber das Minion gequeued aus Versehen. Lul. Lul. Ja, what the fuck, Garen, ne? Schade, dass Teemo ein Counter für Garen ist und du hast ihn reingepickt. Ist aber ein Hard-Counter, glaube ich. Also richtig, richtig hart. Weiß nicht, wie er das seinem Team erklären will. Ja, so ein Spiel ist doch schön, so als Last Game. Vielleicht kann ich nochmal warten und den killen. Ich glaube, das mache ich auch. Es ist useless, jetzt back zu gehen. Schön. Auch schön. Oh, der ist Mist. Ich glaube, er hat keinen Bock mehr auf Top Lane. Vesper Tower geht auf Bot Lane. Lalala. Der Geist Level 3, Mann. Mann, der Arme. Level 3. Der hat mich geignited. Leute! I need to run! I need a run! Oh, ich hätte ignited mich einfach random. Keine Ahnung, was er da gemacht hat, war mir aber auch ziemlich egal. Um ehrlich zu sein. Eigentlich würde ich den Tower noch stehen lassen. Aber gut. Und Nashos Zahn ist fertig. So, mit 3500 Gold kann man mal in die Base. Einen wunderschönen guten Morgen, Teemo Main. Nico Gaming TV. Nee, nicht unbedingt. Also, nicht wirklich so. Ich spiele nur, weil er witzig ist. Also, weil er ultra funny ist, der Champion. Der kleine Yordel. So, der ist halt wieder Mist, so. Er steht 0-3er, 13 Farm, ich habe 68. Wieso pickst du einen Garen in einen Teemo rein? Ich habe Teemo gefirstpickt. Wieso haben wir nicht Drake gemacht? Hä? Wieso haben wir nicht Drake gemacht? Ja, warum feedet Zed jetzt rein? Naja. Gut, wir spielen weiter. Wir haben ja Lust auf dieses Game. Oh, der große Minion gehört mir. Tschüss.
Muss Toplin weiter, ich weiß nicht, wo der ist. Weil ich nicht weiß, wo das ganze Team ist. Dementsprechend will ich nicht so weit rein. Obwohl ich sogar kann. Ja, die kann ich sogar machen. Mit Ignite und allem. Tschüss. Ich sag ja, Teemo ist einfach witzig. Teemo ist ein fucking witziger Champ. Wie viel Spaß ich gerade hatte. Bei der Aktion. Ah, schön. Letztes Game. Ah, okay. Ich bin Teemo Main. Also, ich spiele Teemo, wenn ich top komme. Und momentan übe ich. Beziehungsweise werde ich K6 Jungle, also meine zweite Rolle Main, spielen. Nice. K6 Rebirth sieht ultra nice aus. Ist auch stronger Champ. Ja, Garen ist auf K, natürlich. Bronze Garen geht dann auf K. Wenn ich jetzt Garen so stehen würde. Wenn ich Garen in den Teemo reinpicken würde, dann würde ich auch auf K gehen. Oh, da ist Garen. Was macht denn der da? Was wollen die denn von mir? Lol, der ist gerade echt reingeflasht. Er hat mich wieder geignited. Das verstehe ich ja nicht. Oh, Crit Garen ist sau witzig. Crit Nas ist auch im Übrigen. Oder war mal witzig, so habe ich gespielt. Aber nicht in Normals. In A-Rams. Crit Nas ist sau lustig. So, ich bleibe einfach hier oben und mach wieder mein Ding. Können wir mal den Drake machen? Ey, mein Team ist so brain AFK, was Ding angeht. Wie heißt's? Objectives. Alter, so scheiße kann doch keiner sein. Oder doch, weiß ich nicht. Er ist halt alleine. Das ist kein Fight, den wir gewinnen würden. An dieser Stelle. Einfach nur einen Tower deffen. Garen kann jetzt halt farmen, weil ich halt nichts machen kann. Warum der rein ist, verstehe ich nicht ganz. Wir wollen Aram spielen. Ich push Toplane weiter in der Zeit. Wenn Garen kommt, soll er kommen. Er ist Level 6 geworden. Was hat er denn gemacht? Wo hat der denn gecheatet? Oh, lol. Oh, war das close. Das war knapp. Oh, jetzt wird mal Drake gepinkt. Nicht schlecht, ey. Welche Elo bist du jetzt eigentlich momentan? Silber 3. Ich kann mir Voidstaff jetzt einfach Second holen.
Wenn ich schon mit den Drake. Kommt er weg? Ja. Nein. Ah, selbst der Lee Sin ist bad. Holy shit. Holy shit. Wie könnt ihr verlieren? Wie kann das Team verlieren? Ist unbegreiflich. Schön. Garen ist top, ich muss halt hoch, so. Wo auch immer der ist. Mein Main-Account ist Gold 5. Das ist nur ein Account von einem Kumpel von mir. Den ich mir geliehen habe, um eben diese Challenge zu machen. Garen ist halt ultra behind, so, ne? Er ist Level 7. Also, wenn wir das Game losen, dann gehe ich auf K. Ich push top weiter. BC kommt hoch. Und Cutter. Bin ich safe. Da. Nice. Oh, fuck das. Die haben mich mal zurückgepusht hier oben. Wie geil ist das denn? Kann ich ja weitermachen. Ist auf der gleichen Elo. Das ist doch nice. So, die müssen mal pressuren. Bisschen Split Pressure oder sowas. Okay, nice, ich kann top weiter. Hätte ich gewusst, dass sie runtergehen, ne? Dann hätte ich weitergemacht hier oben. Mein Kumpel war Bronze 5 tatsächlich. Nicht fragen. Hinnehmen. Der Account war fucking Bronze 5. Mein Team pressert gar nichts. Mein Team ist tot. Mein Team hat kein Gehirn. Weiß nicht, was wollt ihr noch hören? Team ist dumm. Garen, bitte lauf hier rein, dann kann ich dich schnell nochmal umlegen. Er läuft sogar wirklich hier rein, oder? Da ist er. Achtung Leute, 3, 2, 1. So, ich hol top. Ah, doch nicht. Ich krieg den nächsten Tower. Ja, wieder auf die Top Lane gehen.
Oh, ist doch schön. Silber 3 und so ein Team. So ein Gegnerteam auf jeden Fall. Ich komme echt vor wie ein Bronze. Also richtig. Wie ein Bronze. Ah. Ich kann nichts machen. 173er Farm ist ganz okay. Okay, ich sehe niemanden. Außer Warwick, und das ist halt gefährlich, nur einen zu sehen. Ist immer noch irgendwas abfarmen. Oh, nächster Drake ist ein Erddrache. Das ist natürlich sau wichtig. Tschüss. Toplane weiter. Gegner surrendern halt auch nicht, ne? Machen, ey. Ich kann immer noch Toplane bleiben, wobei ich auch Dingsen muss. Einkaufen. Auf jeden Fall. Also Pressure ganz gut, ja eigentlich Drake so. Ne, Jungs? Der BC, ey. Mal. Ich hab Toplane schon so ziemlich zugemauert auf jeden Fall. Nein. Wow, guys. Okay. Weiß nicht, was mein... Kauf mal Bits End und ballert richtig rein. Nashos und Bits End ist mega strong. Ich finde die Combo nicht so gut. Aber kann mir gut vorstellen, dass es reinballert. Das Problem ist... Das Team nicht rafft, dass Drake so wichtig ist. Geh für Drake, Mann. Holy shit. Ich muss alles allein machen. Ich muss alles alleine machen jetzt schon wieder. Das ist unfassbar. Ha, mein Team ist nicht besser als das Gegnerteam gerade. Komm, direkt hard engage. Ich sag ja, ich muss alles allein machen, so.
Die wollen Kills, ja. Oh, fuck das. Also den Jungle machen, Botlane pushen, Toplane pushen. Ganz easy, das Game. Report Garen intentional, please. Der hat, geintet hat er nicht so. Jetzt mal zu seiner Verteidigung. Was hätte er machen sollen bei dem Team? Er hat halt einen Garen in einen Teemo reingepickt. Hallo. Push doch Botlane, Jungs. Sie pushen halt gar nichts. Ja, die Karte hat Lust. War der Garen? Irgendwer hat Lust, oder? Sag, es wird lustig, das Game. Das ist so. Fuck. Du pickst einen Garen in einen Teemo rein. Was hat er geglaubt, was passiert? Was dachte er sich so? Mein Team macht halt immer noch nichts. Hallo, Leute. Meine Fresse. Ey, dass ich teilweise Leute ins Team kriege, die nicht wissen, wie das Spiel so funktioniert irgendwie. Also, gar nicht funktioniert. Ja, ich krieg den Innen wirklich früher. Oh, shit. Der PC ist so scheiße. Lass doch mal. Wichser, 11-2. Die gehen halt auf BC. Der Fokus. Du kannst mich erzählen, dass sowas über 3 ist. Die spielen wohl eher in der Elo Holz. Es ist leider so. Sorry. Also für den Augenkrebs solltest du mich nicht verantwortlich machen, den was. Nach dem Game. Alter, das Game war witzig. Ich hatte meinen Spaß, bis wohl kein Feeling. Troll and Flame and Warwick for Flame 2, please. Nice. Cancer Team. Go, Winions! Yes, baby.